Die ersten Faszinationspunkte für Nationalsozialismus kamen bei mir schon in relativ früher Kindheit auf. Unsere Überzeugung war, dass das System sozusagen nicht dadurch zu überwinden ist, dass man Wahlen abhält in dem Sinne, sondern dass die repräsentative Demokratie der Bundesrepublik Deutschland nicht selber reformiert werden kann, sondern revolutioniert. Das Führerprinzip herrschte, das heißt eigentlich war, was ich gesagt habe, Gesetz.